Baufalter, gratulieren zum 8-3-Sieg gegen Unihockey okay Basel Regio. Ein Herzstück Arbeit im heutigen Abend. Ja, zuerst beste Vielmal. Ja, definitiv. Also wir haben von Anfang an gewusst, dass wir sie nicht dürfen unterschätzen. Und auch, dass die Einstellung muss stimmen gegen so einen Gegner. Das zweite Drittel, die ersten 10 Minuten sind gar nicht gut gewesen. Aber sonst finde ich, mit der Bresche können wir mehr oder weniger zufrieden sein. Wir fangen im ersten Drittel an. Und dann sind erfolgreich gewesen, das erste Mal in der Saison. Wie gut tut das als Stürmer für euch persönlich? Ja, sicher schön, wenn endlich mal einer reingeht. Es ist auch schon das fünfte Spiel und es tut sicher gut. Aber grundsätzlich unsere Linie ist bis jetzt aber nicht schlecht gelaufen. Und das ist echt die Hauptsache. Das machen auch die anderen Goal. Wenn man selber eins macht, ist sicher schön, aber Hauptsache es läuft. Gelaufen ist am ersten Drittel 3-0. Man hat viel mehr Ballbesitz gehabt als der Gegner. Man hat das Spiel im Griff gehabt. Was ist denn passiert anfangs vom zweiten Drittel, dass Basel viel besser ins Spiel gekommen ist? Ja, wir haben einfach die kleinen Sachen nicht mehr richtig gemacht. Hat angefangen beim Backchecking, wo wir zu wenig Konsequenz gemacht haben, Technikfehler, einfach auch so die kleinen Sachen. Und sie sind nachher gut genug, sodass sie das ausgenutzt haben. Ja. Ist man da ein bisschen in Zweifel gekommen, als sie wieder mit 2-3 den Anschluss geschafft haben? Oder haben wir da den Gameplan weiter durchgezogen? Nein, in Zweifel sicher nicht. Wir sind nicht nervös geworden. Wir wussten, es liegt an uns. Wir müssen wieder zurück zu unseren Stärken. Wir müssen wieder die kleinen Sachen richtig machen und dann kommt das automatisch wieder gut. Wir haben es in unseren eigenen Händen und wir haben eigentlich nicht zweifelt. Wir haben gesehen, dritte, plötzlich ist wieder das Spiel besser geworden. Wir haben wieder Goal gemacht. Am Schluss kann man sagen, klarer und verdienter Sieg. Ja, ich habe es gesagt, sicher verdienter Sieg. Aber wie du am Anfang gesagt hast, ist auch ein härter gekämpfter Sieg, aber schlussendlich sicher verdient, ja. Ist eben eine stabile Spitze, 5 Spiele, 5 Siege, sicher so, wie man es erhoffen konnte. Wie sieht das weitere Programm aus? Gehen wir jetzt auch von Sieg zu Sieg? Ja, es ist halt immer so eine Floske, gell? Wir schauen von Spiel zu Spiel, aber schlussendlich ist es auch gleich so. Wir schauen nicht auf die Tabelle oder irgendwie auf das Torverhältnis. Wir nehmen wirklich Spiel für Spiel, probieren unsere Leistung weiterhin so gut abzuliefern, wie uns jetzt ist gelungen. Und sehen wir Ende Qualifikation, wo wir nachher stehen. Was darf man morgen vom SVW für ein Gesicht sehen, in auswärts bei Waldkirch St. Gallen? Was darf man da erwarten? Ja, wir probieren an den letzten Minuten des heutigen Matches anzuknüpfen. Defense first ist sicher unser Motto, dass wir dort so konsequent bleiben können, wie wir jetzt in den letzten Matchen auftreten sind. Und vorher unsere Chancen nutzen. Heute haben wir auch gleich ein, zwei gute Chancen sicher liegen. Da müssen wir schauen, dass wir wieder effizienter werden. Und da bin ich optimistisch für morgen. Dann wünsche ich gute Erholung und morgen viel Erfolg in Ostschweiz. Merci vielmals.